München hat viele Gewässer und auf allen tummeln sich Enten. Das sollte es doch ein Plätzchen fürs Nest geben. Aber die Ufer gehören dem Verkehr, Spaziergängern und Joggern und deren Hunden. Für die Tiere wird es immer schwieriger, 4 Wochen ungestört Eier auszubrüten. Deshalb ist diese Ente hier. Sie hat den Platz gut ausgesucht. Der kleine Busch wird sie vor Sonne und Regen schützen. Hier wird keiner sie beim Brüten stören. In ihrem Blumenkasten, auf der Dachterrasse, im 6. Stock eines Bürogebäudes mitten in München. Doch es gibt ein Problem. Die Ente muss mit ihren flugunfähigen Küken an ein Gewässer. Die Mitarbeiter der hier ansässigen IT-Consulting-Firma freuen sich über die neue Nachbarin. Ein Stück Natur vor dem Bürofenster. Aber Wasser ist weit weg. Jetzt müssen wir gucken, dass das ordentlich abläuft und die armen Kleinen dann, wenn sie denn dann gesund schlüpfen, mit Muttern zum Wasser kommen. Nach knapp 4 Wochen Brutzeit ist es dann soweit. Die Küken müssen heute noch mit ihrer Mutter ins Wasser. Aber wie? Den Sprung aus dem 6. Stock würden sie wahrscheinlich nicht überleben. 2 Mitarbeiterinnen der IT-Firma wollen die Entenfamilie vor diesem Schicksal bewahren und sie einfangen. Nicht ganz einfach. Du machst die Küken schnell. So, ja, dann tue ich die ganz vorsichtig. Und deckst du gleich? Aber sie schaffen es und machen sich auf den Weg zum Schwabinger Weiher. Ich hoffe nur. Sie verstecken die Entenfamilie in einem Gebüsch nah am Wasser. So haben es ihnen Fachleute geraten. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Die Mutter entfernt sich von ihren Küken. Und dann gehen Erpel auf die Ente los und sie fliegt weg. Aber ohne ihre Mutter sind die Küken hier verloren. Ob sie wiederkommt? Dank ihrer menschlichen Helfer gab es nach vielen Hindernissen für die Entenfamilie aus dem 6. Stock noch ein gutes Ende. Okay, schön.